Hi zusammen, ich bin's, Joe, der Coding Maniac, und das heutige Video dreht sich ums Thema Sentimentanalyse. Also was ist das eigentlich? Sentimentanalyse bezeichnet man, wenn man versucht, die Stimmung von etwas zu analysieren. Und in dem heutigen Tutorial werden wir ein Machine Learning Modell implementieren, welches versuchen wird zu bestimmen, ob eine Produktbewertung positiv oder negativ gemeint ist. Da das Modell, welches wir aufbauen werden, ein Klassifizierungsmodell ist, werden sich die nächsten paar Videos ums Thema Klassifizierung drehen und ein wenig tiefer in die Thematik einsteigen. Das jetzige Video ist ein Startpunkt, um etwas zu haben, auf das man referenzieren kann. Also kann es sein, dass ich in den kommenden Videos auf das heutige zurückverweisen werde. Den Code, den ihr jetzt in dem Video sehen werdet, den gibt es auch bei GitHub und den Link findet ihr irgendwo da unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder meinen Channel subscribt. Also, viel Spaß damit! Ich denke, es wäre ein guter Anfang, mal mit den Daten loszulegen. Also, lasst uns mal einen Blick auf die Daten riskieren. So sieht's aus. Das ist eine JSON-Datei, die mal von Yelp, ich glaube für einen Contest oder sowas in die Richtung, bereitgestellt wurde. Man sieht, sie enthält Produktbewertungen und es ist immer eine Bewertung pro Zeile in Form eines JSON-Objektes. Um euch mal einen besseren Überblick zu geben, wie denn so ein JSON-Objekt genau aussieht, habe ich mal eines formatiert. Man sieht, es hat eine gewisse Struktur, aber die für uns relevanten Attribute sind hier die Sternebewertung von 1 bis 5 und der Bewertungstext an sich. Und eine kleine Sache gibt es da noch. Trotz dessen, dass diese Datei hier .json heißt, ist sie nicht ganz valides JSON. Also werden wir bei uns im Skript noch eine kleine Transformation machen müssen, um mit dieser Datei richtig umgehen zu können. Das machen wir jetzt. Um uns etwas Zeit zu sparen, werde ich einfach mal den Code pasten, den wir brauchen, um die Datei einzulesen. Also zunächst einmal sind hier alle Importe, die wir im Laufe des Tutorials benötigen werden. Und hier wird dann die Datei eingelesen. Ich habe hier den Pfad zur Datei. So, und jetzt kommt hier dieser kleine Transformationsschritt, von dem ich gesprochen habe. Wir lesen zunächst einmal die Datei Zeile für Zeile in ein Array ein und dann nehmen wir diese Array-Elemente und verbinden die komma-separiert wieder zu einem riesigen String und fügen dann eben noch die eckigen Klammern vorne und hinten an. Das macht diesen String zu einem validen JSON-Array. Und im Nachgang können wir dann die JSON-Bibliothek benutzen, die ich hier als J importiert habe, um aus diesem validen JSON-String auch ein JSON-Objekt machen zu können. Nachdem wir das nun haben, können wir die Pandas-Bibliothek nehmen und ein DataFrame aus diesem JSON-Objekt machen. Hier nennen wir die Variable Data. Benutzen Pandas, welches ich als PD importiert habe, benutzen DataFrame und geben dem DataFrame einfach das JSON-Objekt als Parameter. Und wenn wir das gemacht haben, können wir uns mit der Methode head mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Ups. Da habe ich wohl den Dateinamen ein wenig vermurkst. Wir kopieren uns einfach mal den Pfad nochmal. So. Und so. Und so. Und versuchen unser Glück noch einmal. Vorführeffekt.
Und siehe da, die Daten sind nun in einem DataFrame-Objekt geladen und wir sehen hier eine schöne tabellarische Repräsentation der Daten. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Daten vorbereiten, um dann unser Machine Learning Modell aufsetzen zu können. Jetzt, da wir die Daten in einem DataFrame-Objekt haben, können wir mit der Vorbereitung der Daten für unser Modell beginnen. Aber bevor wir das machen, lasst uns mal rekapitulieren, was wir eigentlich erreichen möchten. Wir versuchen ja, von unserem Machine Learning Modell bestimmen zu lassen, ob eine Produktbewertung eher positiv oder eher negativ gemeint ist. Wir gehen dabei davon aus, dass eine Produktbewertung dann negativ ist, wenn sie eine Sternebewertung von 1 oder 2 hat, und dass sie positiv ist, wenn die Produktbewertung eine Sternebewertung von 4 oder 5 hat. Also, dann lasst uns die Daten jetzt mal vorbereiten für unser Modell. Auch hier möchte ich uns ein wenig Zeit sparen und die Daten schon mal reinpasten. Was wird denn hier jetzt gemacht? Als erstes filtere ich alle Bewertungen mit einer Sternebewertung von 3 raus. Warum mache ich das? Bei Produktbewertungen mit einer Sternebewertung von 3 lässt sich relativ schwer sagen, ob diese jetzt positiv oder negativ gemeint sind, weil sie so genau in der Mitte sind. Und der nächste Schritt ist ein sehr wichtiger. Wir fügen in unser DataFrame eine neue Spalte ein und nennen diese Sentiment. Das wird dann später in unserem Modell unsere Zielvariable. Und mit was befüllen wir die? Wir gehen das DataFrame durch und schauen auf die Sternebewertung. Und für alle Datensätze mit einer Sternebewertung von 4 oder größer setzen wir in diese Sentiment-Spalte den Wert True. Und für alle mit einer Sternebewertung von kleiner 4 setzen wir nun in diese Sentiment-Spalte den Wert False. Den werden wir eben später brauchen, um unser Modell lernen lassen zu können. Wir können jetzt auch hier unser DataFrame nochmal ausgeben mit der Head-Methode. Und jetzt sehen wir, dass wir in unserem DataFrame-Objekt eine neue Spalte namens Sentiment haben, die jetzt hier überall den Wert True stehen hat. Warum steht hier überall True? Weil die Sternebewertung dieser 5 angezeigten Produkte immer entweder 4 oder 5 ist und dementsprechend, so wie es hier in dieser Zeile definiert ist, wird True als Wert geschrieben. Das sind jetzt die Vorbereitungen, die wir für unser Machine Learning Modell brauchen. Als nächstes implementieren wir das Modell selber. Jetzt, da wir unsere Daten in einem DataFrame haben und diese soweit vorbereitet sind, können wir mit der eigentlichen Implementierung unseres Machine Learning Modells anfangen. Auch hierfür paste ich wieder den Code, um uns etwas Zeit zu sparen. Diesmal passiert hier so einiges, aber ihr braucht keine Angst haben. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch. Als allererstes splitte ich unsere Daten in ein Trainings- und in ein Testset. Der Parameter hier gibt dabei an, wie groß das Testset sein soll. Die 0,2 sagen, es soll 20% der vorhandenen Daten entsprechen. Dementsprechend ist unser Trainingsset oder entspricht unser Trainingsset den verbleibenden 80%. Nun wird ein Count Vectorizer verwendet. Was macht er? Nun, wir versuchen ja Texte zu analysieren. Und um eine Textanalyse ein bisschen einfacher zu gestalten, wird hierbei ein Word Count verwendet. Dabei wird der Text durchgegangen und an jedes Wort, das in dem Text vorkommt, wird dran geschrieben, wie oft dieses Wort vorkommt. Damit wir diesen Algorithmus nicht selber implementieren müssen, benutze ich hier aus der Bibliothek scikit-learn eben die Klasse Count Vectorizer, die das für uns in einer effizienten Art erledigt. Diese Klasse befüttere ich mit fit-transform, also befüttere ich die Methode fit-transform mit unseren Trainingsdaten
und davon aber nur mit den Texten. Als nächstes wird ein TF-IDF-Transformer aufgerufen. Was das hier wiederum macht, beziehungsweise für was steht TF-IDF, steht für Term Frequency Inverse Document Frequency. Das heißt, die Wörter in unserem Text, denen werden unterschiedliche Gewichtungen gegeben, so dass Wörter, die oft in allen Texten vorkommen, bekommen eine niedrige Gewichtung, sind dementsprechend nicht so signifikant, und Wörter, die eher selten vorkommen, bekommen eine etwas höhere Gewichtung, weil sie eben einzigartiger und dadurch signifikanter werden. Das soll dazu führen, dass so übliche Wörter wie der, die, das oder hier im Englischen eben the, a und so ähnlich halt eben rausgefiltert werden. Hier befüllen wir auch die Methode fittransform mit den Daten, die wir aus dem Count Vectorizer zurückbekommen haben. Es ist also quasi wie eine Kette. Bei diesem Schritt haben wir jetzt die Daten soweit vorbereitet, dass unser Machine Learning Algorithmus damit auch sinnvoll was anfangen kann. Da die Sentiment-Analyse ein Klassifizierungsproblem ist, benutzen wir den Machine Learning Algorithmus Logistic Regression, um eben entscheiden zu können, in welche der zwei Kategorien positive Bewertung oder negative Bewertung eine bestimmte Produktbewertung eben fällt. In der nächsten Zeile findet das eigentliche Trainieren bzw. Anlernen des Modells statt. Hierfür nehmen wir unsere Daten, die durch den Count Vectorizer und durch den TF-IDF-Transformer durchgelaufen sind, und geben die Zielvariable bzw. den Zielvektor an. Hier steht ja letztendlich drin, ob ein entsprechender Datensatz eben positiv ist oder nicht. Denn y-train entspricht letztendlich der Sentiment-Spalte unseres Data-Frames. So, hier wird unser Modell jetzt angelernt. Und ab dieser Zeile haben wir nun ein fertig trainiertes Machine Learning Modell, welches bestimmen kann, ob ein bestimmter Kommentar jetzt, bestimmte Produktbewertung eben eher positiv oder eher negativ gemeint ist. In der nächsten Zeile bereiten wir die Evaluation unseres Algorithmus vor. Wir müssen die Testdaten nun, die wir hier oben auch gesplittet haben, nun durch die gleichen Methoden bzw. Klassen jagen, wie wir es mit den Trainingsdaten gemacht haben, sprich, wir müssen den Count Vectorizer und den TF-IDF-Transformer verwenden. Das machen wir eben hier, wobei hier darauf zu achten ist, dass wir nur noch die Transform-Methode benutzen und nicht mehr Fit-Transform, weil gefittet wurden sie ja bereits an den Trainingsdaten. Wenn wir jetzt diese Prediction-Daten haben, sprich unser Testdatensatz, dann können wir mal unser Modell auf die Testdaten loslassen. Es hat die Testdaten noch nie gesehen. Also bei den Daten weiß unser Modell nicht, ob sie jetzt tatsächlich eher positiv oder eher negativ gemeint sind. Und wenn wir jetzt unser Modell auf die Testdaten loslassen, können wir mal schauen, wie viele der in den Testdaten enthaltenen Bewertungen unser Modell richtig erkennt. Also, ich führe den Code jetzt mal aus. Also wir sehen, unser Sentiment-Analyse-Modell hat jetzt eine 94%ige Genauigkeit zu erraten, ob eine Produktbewertung positiv oder negativ gemeint ist. Die Frage ist jetzt aber allerdings, sind 94% gut oder schlecht? Klingt jetzt erstmal hoch, aber ist es denn wirklich gut? Das
zeige ich euch in der nächsten Folge. Aber hier jetzt erstmal noch ein bisschen Bonusmaterial zum Rumspielen. Ich meine, im Prinzip haben wir jetzt ja ein fertig trainiertes Machine Learning Modell, können ja jetzt auch einfach mal selbst Texte reinwerfen und mal schauen, ob er unsere Texte eben als eher positiv oder eher negativ bewertet. Das mache ich jetzt mal. So, Model Predict. Dann geben wir jetzt die Daten ein. Wir müssen unsere Daten natürlich genauso wieder durch sowohl den Count Vectorizer als auch den TF-IDF Transformer durchjagen. Wichtig ist, dass wir die Daten als ein Array übergeben, denn das braucht der Algorithmus nun mal. Und jetzt können wir schreiben, was wir lustig sind. Zum Beispiel, this was a great game. So, jetzt können wir ja mal schauen, was unser Algorithmus denkt. Und er sagt true, also erachtet er, dass das hier eine positive Produktbewertung ist. Dann können wir mal einen anderen Fall testen. So, mal schauen, was er hier denkt. Hier printet er false, also glaubt unser Algorithmus, das ist eine negative Produktbewertung. Hat in diesem Fall recht gehabt. Also Leute, spielt einfach selbst mal ein wenig damit rum und in der nächsten Folge geht's weiter. Also Leute, wir haben jetzt unser erstes Machine Learning Modell implementiert. Yay! Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man bewerten kann, wie sich unser Modell geschlagen hat und ob eine 94%ige Genauigkeit was Gutes oder was Schlechtes ist. Also, seid gespannt und bleibt dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder meinen Channel abonniert. Also, bis zum nächsten Mal.